Wenn dich das Thema Digitalisierung, Startup und natürlich ein ganz heißes Thema Kryptowährungen interessiert, dann bist du bei unserem Kanal genau richtig und deshalb freut es mich auch, wenn du heute zusiehst. Hallo und herzlich willkommen bei den Blockchain Brothers. Ja, heute geht es um ein wichtiges Thema, Ripple gegen SEC. Und es sollte das Urteil stattfinden. Ripple hat gewonnen, SEC hat verloren. Das wäre die Wunschschlagzeile von CEO Brad Gerlinghaus, denn da sollte in den nächsten zwei Quartalen Ende Juni bis spätestens drittes Quartal Ende Oktober sollte hier endlich ein Urteil stattfinden. Für alle, die den Fall nicht beobachtet haben, es gab 23.12.2020, Beginn des Bullruns, falls ihr noch nicht mit eingeschaltet habt, damals bei Kryptowährungen, ging es dann richtig in die richtige Richtung. Bitcoin stand ähnlich wie heute bei 17.000 Dollar und ging dann zum Höchststand auf 69.000 Dollar rauf. Nur einer blieb auf der Strecke und das war natürlich hier Ripple bzw. mit ihren Token XRP. Damals hatte die SEC behauptet, es gibt ein illegales Wertpapier und das wurde von XRP bzw. von der Firma Ripple angeboten und die Kryptowährung von Ripple verkauft hat, ohne die erforderlichen Registrierungen und Ausnahmegenehmigungen einzuholen. Und die SEC hat natürlich hier verschiedene Argumente vorbereitet. Sie hätten hier die Regeln verstoßen mit dem Handel von Wertpapieren. Natürlich ist es nur dann tragend, wenn tatsächlich XRP ein Wertpapier ist. Und das bestreitet natürlich Firma Ripple. Die sagen, XRP ist kein Wertpapier und wir werden das vor Gericht beweisen. Aktuell sind wir jetzt im dritten Jahr und alle haben sich eigentlich volatil bewegt. Nur XRP blieb relativ stabil, denn der hatte nie einen Bullenmarkt und blieb immer im Bärenmarkt. Und somit sind alle wieder an ihrer Ankunft vom damaligen Start angekommen oder zum damaligen Startpreis, denn vor 2,5 Jahren oder gut fast 3 Jahren ging es um dieselbe Richtung. Kryptowährungen waren ganz unten, XRP war ganz unten und der Höchststand von XRP war damals mal 3,50 Dollar beim damaligen Bullenmarkt von 2017. Und ich glaube, es ist sicher ganz, ganz wichtig für die Entscheidung, auch für den Kryptomarkt. Und es könnte natürlich auch ein positives Urteil sein, wenn Brad Gerlinghaus recht hat und Ripple bekommt recht, dann erleben wir sicher einen Ansturm in den Token XRP in die Höhe zu schnellen. Und ich bin davon überzeugt, dass es auch den anderen Kryptomarkt mit hinreißen wird. Denn eines ist sicher, die sind Vorreiter für die Regulatoren. Und viele schreien natürlich auch gegen Regulatoren oder für regulatorische Angebote, es gehört reguliert und das ist vielleicht auch das nächste Thema, was uns heute hier dazu bringen wird. Wenn du auch neu eingeschaltet hast, würde es mich natürlich auch freuen, wenn du die Glocke und ein Abo dalassen solltest. Wir haben bei der letzten Sendung festgestellt, 40% unserer Zuschauer haben gar kein Abo, also einfach Glocke aktivieren, dass du auch in Zukunft in dem Thema immer mit vorne dabei bist. Und eines ist wichtig, du sollst 2023 schnell sein. Schnell nicht nur das Internet, sondern auch der Informationsfluss. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten. Und wenn du auf YouTube bist und dann kriegst du hier die schnellen Nachrichten von den Blockchain Brothers, kann es vielleicht dein Handeln etwas beeinflussen. Einmal positiv, einmal negativ. Und ihr wisst, wir bewegen uns hier auf einen ganz volatilen Markt. Einmal geht es ganz schnell rauf und wieder runter. Und wenn man die richtigen Informationen hat, genau so etwas wie, wenn es ein Urteil gibt, sind wir natürlich ständig online und versprechen auch gleich die erste Handinformation. Da kann man dementsprechend handeln. Was würde passieren? Machen wir einfach einen Blick in die Zukunft. Wenn Ripple hier das Urteil gewinnt, bin ich überzeugt davon, dass der XRP-Token, meine Überzeugung, muss ich dazu sagen, hier ganz schnell das Allzeithoch damals erlebt und das war bei 3,50 Dollar. Wenn man hier aktuell schaut, die Range befindet sich seitwärts zwischen 30 Cent und 40 Cent beim XRP-Token und dann kann das schnell mal 10 sein und dann sollte man natürlich auch die dementsprechende Information hat und dann ist es auch gut, wenn du das hier einschaltest oder auch informiert wirst, wenn wir was Neues haben. Wenn du ein Thema hast, was dich auch besonders interessiert, dann bitte lass mir das in den Kommentaren da. Wir wollen auch 2023 etwas verändern. Wir wollen die Community mehr mit einbinden und vielleicht hast du eine Meinung zu Ripple und XRP und der SEC. Würde mich besonders freuen. Wir schauen uns die Kommentare auch an, um die nächste Sendung auch gut vorzubereiten. Oder wenn du auch eine Frage hast für die nächste Sendung, ist es auch wichtig, komm einfach rein. Kurzes Kommentar. Vielleicht können wir die nächste Frage oder die vergangene Frage in der Zukunft beantworten, wenn du es in den Kommentaren hier lässt. Ja, zumindest kommen wir zum nächsten Thema und das ist die Vorschau bei Bitcoin.
Kursentwicklungen für Bitcoin natürlich zu voraussagen, ist eher unseriös, aber aufgrund der vergangenen Zahlen können wir ja einiges berichten, denn am 3. Jänner gab es ja das Geburtstagsgeschenk, zwischen 3. und 5. Jänner, glaube ich, wurde Bitcoin geboren damals, und da gab es ja jetzt das Jubiläum, und deshalb ist vielleicht auch ein heißes Thema der Bitcoin. Was kann man denn so sagen? Wie könnte denn die Kursentwicklung so sein? Aktuell ist es wirklich so, dass wahrscheinlich das Halving 2024 irgendwann im Frühjahr passieren soll. Da gibt es immer gewisse Block. Und wenn dieser Block erreicht ist, wird das Bitcoin-Halving halbiert für die Miner, die Belohnungen. Und dann sollte es ein halbes Jahr später immer zu einem großen Run kommen. Was ist denn wirklich wichtig, um eine vernünftige Zukunftsprognose einzugestehen oder auch vorherzusagen? Wir haben natürlich alle keine Glaskugel, das ist immer so ein schöner Slogan von YouTuber, keiner kann in die Zukunft schauen. Nein, aber man kann in die Vergangenheit schauen und etwas in die Zukunft wirken. Und wenn man sich mit dem Weltwirtschaftsmarkt etwas bewegt und auch natürlich die richtigen Informationen hat, dann weiß man alles. Es sind Fakten, Regulierungen stehen am Vordergrund. Das heißt, nicht nur die SEC in Amerika, sondern gerade Europa möchte den ganzen Kryptomarkt regulieren. Erster Punkt, warum möchte ich regulieren? Weil ich in Zukunft mit dabei sein möchte. Ich möchte als Staat mitverdienen. Somit wird der Kryptomarkt nicht wegzudenken sein. Der zweite Punkt ist natürlich auch die Digitalisierung, die das Ganze vorantreibt. Und wir haben jetzt in den letzten 2 Jahren ganz viele Unternehmen gesehen, die auf Digitalisierung setzen. Und nicht nur die Präsenz in den Social-Media-Kanälen ist vielleicht wichtig für den Markt, sondern auch die Akzeptanz. Und die ist gewaltig gestiegen, das muss man hier so sagen. Händler und Verbraucher haben die Akzeptanz, Entschuldigung, hier wirklich in die Höhe geschrieben. Viele Händler erkundigen sich, wie kann ich in Zukunft Kryptowährungen implementieren in mein Verkaufsangebot, gerade bei Online-Shops. Und das sind so Alarmzeichen, dass sich vielleicht auch hier die Akzeptanz im Verbraucher niederschlägt. Natürlich sind gewisse Faktoren zu beachten. Es soll die Kosten niedrig sein, die Geschwindigkeit soll schnell sein und als Zahlungsmittel soll es fast überall akzeptiert werden. Ähnlich so wie bei Geld, denn Geld will jeder, aber viele da draußen wissen noch gar nicht, was ist, wenn ich heute XRP, Ethereum, Bitcoin oder vielleicht andere Kryptowährungen erhalte, was kann ich damit tun? Und da ist gerade ein Lernprozess tätig und eines sind wir uns vielleicht gerade auch sicher, dass es die letzten 12 bis 14 Jahren, wo es hier Bitcoin am Markt gibt, ganz ein anderes Standing hat, als es vielleicht vor 5 oder 6 Jahren gehabt hat. Denn das Standing ist definitiv die breite Masse geworden. Der eine oder andere kennt sich vielleicht noch nicht aus, aber die Akzeptanz steigt bei der Bevölkerung und natürlich auch bei den Händlern. Und dann ist es natürlich auch die Frage, wie der Nutzen gehalten wird. Entschuldigung. Bitcoin ist natürlich hier als Zahlungsmittel wahrscheinlich ungeeignet. Das muss man schon sagen, denn zwischen 30 und 45 Minuten kann oft eine Transaktion dauern. Und wenn ich heute irgendwo zum McDonald's zum Beispiel gehe auf einen Kaffee, Entschuldigung, und möchte vielleicht einen Kaffee bezahlen und muss 45 Minuten warten, ob die Transaktion durchgegangen ist, dann ist das wahrscheinlich das falsche Zahlungsmittel. Aber es gibt ganz andere Projekte, die die Idee schneller umsetzen können. Und wie wir auch in unseren Telegram-Gruppen wissen, vielleicht kommst du da auch dazu, Blockchain Brothers Telegram-Gruppe einfach mal eingeben, komm zu uns. Da gibt es ja andere Projekte, aktuell 22.000 Projekte und jeder verspricht natürlich, hier sein Bestes zu geben. Aber es wird immer so sein, Gold ist ähnlich wie Bitcoin, Goldgräberstimmung, man muss Gold graben, Bitcoin wird gemeint, es gibt ein begrenztes Gut, bei Gold wissen es wir nicht, bei Bitcoin schon. Aktuell 21 Millionen sind begrenzt, ein paar sind an Pizzaboten verloren gegangen und vielleicht sind noch ein paar handelbar und deshalb ist es hier wirklich begrenzt und deshalb glaube ich, als Zahlungsmittel falsch zu implementieren, da gibt es schnellere Systeme und Bitcoin ist eher so als Anlagesicherheit. Hat sich in der letzten Zeit nicht so stabilisiert, Entschuldigung, ein bisschen am Frosch im Hals. Ist ja auch Montag. Und ich glaube, dass man natürlich auch schon schauen muss, was kann denn Bitcoin für uns in Zukunft bringen? Ist es ein Zahlungsmittel oder ist es eher als Wertspeicher zu betrachten? Und vielleicht hast du die eine oder andere Lösung für uns. Lass es mir in den Kommentaren da. Schreib mal darunter, was du bei der nächsten Sendung auch hören möchtest, welche Projekte für dich interessant sind und wie siehst du Bitcoin? Das war's von meiner Seite her. Marktkapitalisierung hat sich nicht großartig geändert, wir sind noch immer seitwärts
Und schauen wir mal, wie der Jänner kommt. Ich komme auf alle Fälle diese Woche nochmal, wenn wir es nicht so lange dauern. Und freue mich natürlich auch, wenn es dir gut gefallen hat, einmal liken. Danke, auf Wiedersehen und goodbye.